Aber einen Über fällt mir gerade wieder ein. Happen, essen, essen, happen, happen, essen, happen, essen, happen, essen. Ich glaube, ich muss noch mal einen fragenden Blick rüberwerfen. Hattest du mitbekommen, Märchen, ob das schon jemand aufgelöst hatte? Märchen guckt ja auch immer fleißig Kommentare, ist genauso enttäuscht wie ich, dass da manchmal. Irgendwann hat sie mal aus lauter Scherz dann gepostet, kein Kommentar. Und weil da nämlich überhaupt kein Kommentar zu der Folge war. Nun weiß ich nicht, ob ich nach YouTube-Richtlinien überhaupt noch darum betteln darf. Hey, hast du mal einen Kommentar für mich? Hey, kannst du mir mal einen Kommentar geben? Hey, los, einen Kommentar brauche ich für einen Zug nach Hause, weißt du? Ich brauche einen Kommentar. Ja, also ich glaube, in den Kommentaries hat noch niemand wusste, aus welchem Film. Und ich glaube, ich hatte verraten, Tom Hengst spielt auf jeden Fall mit. Und Tom Hengst hat früher immer die gleiche Person gesagt, die auch Dumms Abzugshaube gesagt hat. Das war nicht ich. Könnte von mir sein, verspreche ich ja auch relativ häufig. Und geh doch schnell ins Wasser, da ist doch Wasser. Du musst doch nicht brennen. Witzig, wie der umkippt. Schön genau im Winkel nach unten. Zack, kippen. Steif wie ein Brett, einfach kippen. So, das Badehaus ist dann fast verschoben. Ein verschobenes, besser als verschroben, ne? Verschoben ist besser als verschroben. So, fällt überhaupt nicht mehr, kann man gar nicht mehr. Außer hier ran vielleicht noch sehen. Zack, ja, wusste ich doch. Dann lasse ich die doch einfach da, wa? Und dann nehme ich dafür mal diese Steinchen hier. Wobei, ich möchte hier, glaube ich, auch diese. Dann mache ich eine geringfügige Erinnerung. Eine geringfügige Erinnerung. So ist es gut. So darf es sein, das Badehaus. Dann ist es nicht mehr ganz so aufdringlich dicht an dem Theater daran. Und dann könnte man ja auch mal, habe ich noch nie gebaut, glaube ich, eine Hecke bauen. Doch, ich habe mal irgendwo. Habe ich oder habe ich nicht? Habe ich da nicht so eine. Nee, habe ich auch eine Mauer gebaut? Nicht einfach nur eine schnöde, schlichte Hecke. Nein, nein. Eine Mauer. So. Und dann bin ich überlegen, baue ich die ganz drumherum um das. Ah, Mist, 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 Mist. Dann wird das ja nicht mehr grün, wenn da was drauf ist. Oder haben die das auch inzwischen behoben? Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. So, wir waren vorhin, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei Tom Hengst. Und Tom Hengst hat in einem Film mitgespielt und sagte innerhalb dieses Films, es war wohl sein Text, ich vermute es zumindest. Essen, happen, essen, happen, essen, happen, happen, essen, 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 happen, essen. Und neben Tom Hengst hat noch die Frau von Michael Douglas mitgespielt, Katharine Zeta-Jones. Und niemand. Und dann gab es noch den Hinweis von mir in irgendeiner der Folgen. Ich glaube, es war in der dritten Staffel oder in der zweiten sogar schon. Ich weiß das nicht mehr. Ich glaube, ich habe das tatsächlich in der zweiten Staffel schon gefragt. Krakosia. Ist das richtig? Märchen nickt. Beim letzten Mal hatte ich mich da irgendwie verhauen. Da hatte ich irgendwas anderes Dummes gesagt. Ja, Krakosia, und das Ganze spielt auf einem Flugzeug. Nein, nicht auf einem Flugzeug, auf einem Flughafen, in einem Flughafen, nicht darauf. Nein, darinnen, in dem Flughafen drin. Und hier kommt die Auflösung des seit 150 Folgen nicht gelösten Rätsels. In welchem Film sagt Tom Hengst, Essen hat mir, hat mir, Essen hat mir, Essen, Essen hat mir, Essen hat mir, hat mir, Essen hat mir, Essen hat mir, Essen und oder so ähnlich. Und noch eine letzte Chance, kurz überlegen. Strengt euch an. Ah, okay, zu spät. Die Auflösung ist Terminal. Das muss man doch kennen. Also muss man nicht, aber sollte, kann man. Also ist nicht schlimm, wenn man es kennt. Es tut nicht weh, wenn man es kennt oder so. Wieso springt dann Slime?
Terminal, ich glaube von Steven Spielberg aus dem Jahre. Nein, solche Infos weiß ich dann jetzt wirklich nicht mehr. Das Ganze ist so, dass ein Mensch aus Krakosia, nämlich Tom Hengst, der kommt aus Krakosia in die Vereinigten Staaten und will eine innere Mission für sich selber oder will Wort halten. Und in diesem Moment übernimmt aber, indem er im Flugzeug auf dem Weg ist in die USA, übernimmt die Militärregierung, gab es einen Putsch in seinem Land oder einen Volksauflauf, Magnifix für Volksauflauf, nein, einen Volksaufstand oder irgendetwas, eine Revolution mit ganz viel Geballer und Geschieße, und das wird natürlich nicht wirklich gezeigt, aber die USA haben somit keinen Ansprechpartner mehr, haben die diplomatischen Beziehungen bis zur Klärung in diesem Land abgebrochen. Das heißt, haben auch den Staat dann in dem Moment nicht mehr anerkannt, und das heißt natürlich, er darf nicht in die USA einreisen und er kann mit seinem Pass aber auch nicht zurück. Ja, und dann hängt er halt in dieser Grauzone Flughafen fest, den er nicht verlassen darf. Das gibt ein paar witzige Situationen. Er muss sich da dann irgendwie so ein bisschen, über Wasser halten, weil er kann ja auch keinen Job und hat ja auch kein Geld und woher. Und es gibt da, hallo, USA, Sozialhilfe, solche Fälle. Nein, gibt es da nicht. Hallo, was ist denn hier? Ah, alles gut. Und, jetzt will ich nochmal einen Blick auf das Mittelalterdorf werfen. Naja, auf jeden Fall hängt er ein bisschen fest, und ich will jetzt auch nicht mehr verraten, wer den Film noch gucken kann oder sich mal aus. Also es ist jetzt nicht so der typische Männer-Action-Film, das ist so mehr so, ja, Frauenfilm auch nicht unbedingt, ist, aber kein Action-Film und so, und also... Schaut mal irgendwie Trailer vielleicht oder so, auf YouTube gibt's das ja. Ihr seid ja gerade bei YouTube, dann könnt ihr auch einen Trailer gucken. Verdammt. Jetzt guckt schon den Trailer. Endlich hier. Mann! Macht hier Pause, guckt den Trailer. Terminal heißt der Film. Wir haben jetzt wirklich über 100 Folgen, glaube ich. Nach der Lösung zu dieser Frage zu dem Film, also wie heißt der denn, haben wir, also... Das war schon eine lange Zeit. Und jetzt bitte macht hier Pause, guckt den Trailer. So. Ich mache jetzt nicht weiter, bis ihr den Trailer geguckt habt. Mäh. Ich ziehe das durch. Ich mache das wirklich. Ich mache nicht weiter. Erst den Trailer gucken. So, jetzt hattet ihr genug Zeit. Könnt ihr überlegen, ob ihr euch den Film angucken wollt oder nicht. Wenn ihr es nicht macht, seid ihr selber schuld. Wenn er es macht und den Scheiße findet, seid ihr auch selber schuld. Hättet ihr ja nicht gucken müssen. So. Ja, jetzt werde ich mal eben schauen, wie lang läuft denn die Aufnahme denn da schon jetzt so. Das ist ja noch nicht mal. Das sind ja noch nicht mal. Oh Mann, das sind keine 2 Folgen. Ich will euch ja nicht langweilen, aber ich warte eigentlich drauf, weiter. Also ich habe ja eigentlich quasi so ein tägliches, mir so ein täglich eine Folge Upload-Ziel gesetzt, was ich auch einhalten will. Und ich hatte mal irgendwie drei Wochen, glaube ich, im Voraus schon hochgeladen bei YouTube. Fand das dann aber doof, weil dann ist das ja so weit weg, was ich gespielt habe, und wenn ich das dann hochlade und das schreibt dann wirklich eventuell doch mal jemand einen Kommentar, dann kann ich immer nur sagen, weiß ich gar nicht mehr. In der Folge? Ah ja, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, ist schon 3 Wochen her. Und Timne finde ich ein schönes Wort eigentlich, fällt mir gerade so auf. Ich muss das nochmal sehen. Timne finde ich cool. Ich mag das Wort. Ich mag die Buchstabenreihenfolge. Ich mag auch die Buchstaben, die drin vorkommen. Timne hat sowas. Ich weiß nicht was. Was hat denn Timne? Keine Ahnung, womit ich das jetzt gerade irgendwie assoziiere. No time? Nein. Ja, was ist denn da alles da? Hallo, lass mich da mal eben nochmal hingucken. Ist gemein.
Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist da? Was ist da? Eine Wand. Ah, super. Ah, da kann ich... Nee, ich will fliegen. Ich will fliegen. Oh, das ist zu dunkel für euch. Ich will aber auch jetzt auch keine Fackeln setzen. Märchen macht lustig weiter, das Loch, lochig. Der Mars ist heute übrigens nicht da und naja. Weg da. Zack, stört mich. Okay, also das Loch wird irgendwann fertig und wir arbeiten wirklich mit aller Härte dran. Ich werde auch gleich jetzt noch mitsprengen, stundenrund. Und ich brauche jetzt noch eine kleine Aufgabe. Eine klitzekleine Aufgabe. Eine klitzekleine Aufgabe. Und da habe ich mir jetzt überlegt, ich könnte ja mal in diese Richtung dort fliegen. Ich fliege schnell. Ganz schnell. Und das Schwein vom Baum stoßen. Das Schwein kann ich mal eben rettenderweise vom Baum hier stoßen. Runter. Oh, dumme Sau. Du dummes Schwein. Aber ich kann es, glaube ich, runterlocken. Wenn ich denn jetzt finde, wo mag es sein? Wo ist die... Da sehe ich einen Pixelfehler. Der ist jetzt seit Wochen schon in dem Pack. Da hat mich noch keiner drauf aufmerksam gemacht. Muss man denn alle Fehler selber finden? Ja, muss denn. Muss. Ja, muss wohl. Ah, okay. Ja, macht Sinn. Hallo Schweinchen. Ja, komm doch da runter. Ja, komm hier. Ja, komm. Das sieht immer so verdammt süß aus, das Schwein. Ja, komm doch. Komm doch. Ja, komm da raus aus dem Baum. Jo. Na komm. Ja, komm. Ich nehme mal eine ganze Karotte in der Hand, wa? Ja, komm. Hier. Ach, komm. Jetzt hau hier ab da. Verdammte wo ist denn das Schwein geblieben? Ach, das ist wieder so ein Effekt gewesen. Doch, jetzt ist es aber unten, ne? Jetzt ist das Schwein unten. Ich befreie dich, Schwein. Ob du das willst oder nicht, aber ich befreie dich. Hallo, Karotte, hier. Nimm. Was machst du da für einen Scheiß? Hallo. So, jetzt mache ich das hier auch weg. Das Schwein soll frei. Ja, jetzt. Was macht das Schwein? Es ist frei und rennt wieder auf den Baum. Ich fass das nicht. Hier, friss die Karotte. Hau ab hier. Mann. Ich wollte eine gute Tat heute tun. Habe ich nicht gemacht. Und was macht das Schwein? Dem ist das völlig scheißegal. Dem ist das sowas von scheißegal. Aber ich glaube, das macht es aus, wenn man ein Schwein ist, dass man sagt, egal. Macht mir doch nichts. Mir doch egal. Oh, ich muss jetzt mal einmal ein altes Ritual aus Staffel 2 hier. Gegen Bäume fliegen war jetzt nicht das alte Ritual. Habe ich da aber sehr, sehr viel gemacht. Oh Gott. Ja, es ist wirklich schon recht spät. Entschuldige, also wirklich, wirklich entschuldige. Meine gute alte Hühnerfarm. Natürlich komplett ohne Eier, weil ich war ja so weit weg irgendwie und dann werfen die ja nicht Eier. Wieso sind da so viele kleine? Schlüpfen aus den Eiern jetzt irgendwann Hühner? Schlüpfen die eigenständig? Märchen, das ist Quatsch. Hast du die gemacht, Märchen? Märchen hat die gefüttert, aber da sind gar keine Eier. Da sind gar keine Eier, nirgends. Hier sind doch gar keine Hühner mehr, das sind so wenig. Wo sind die ganzen Hühner hin? Ich will jetzt aber Eier gegen die Wand werfen. Das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Ach Mann, könnt ihr mal bitte Eier legen? Nein, na gut, dann nicht. Na gut, dann nicht. Jetzt mache ich nochmal eine Stippvisite. Wie sieht dieser Maya-Tempel?
Oh Gott, ich muss echt gehen. Ich werde also die Aufnahme jetzt dann doch gleich abbrechen. Das ist ja nicht zumutbar für euch, wenn ich hier die ganze Zeit ins Mikro gähne. Wo das jetzt auch irgendwie so 1:1, also so richtig toll, ganz. Weil ich benutze ja nicht mehr dieses Headset. Ich habe nur noch diese Ohrbrummer auf den Ohren brummen. Und das Mikro vom Headset habe ich ja zur Seite gedreht. Ich benutze jetzt ein neues Mikro und das klingt jetzt schon doch irgendwie ziemlich geil. Und nicht geil ist ja die Rasenfarbe hier in der Wüste im Moment. Das sieht ein bisschen aus wie. Das sieht so wollig aus. So wollig. Ist das wollig. Da möchte ich mich gerade reinwerfen und schlafen. Das liegt an dem harten Tag heute. Alles, was irgendwie auch nicht aussieht, als ob es aus Stein und hart wäre, ist gerade verlockend weich und kuschelig. Und der. Jetzt kenne ich schon wieder. So, will ich aber jetzt nicht. Und, nee, okay, gibt dann halt nur zwei kurze Folgen. Ich muss hier nichts machen. Ich kann nicht mal Eier an die Wand werfen. Das ist ja doof. Ich hätte das gerne noch gemacht. So aus Spaß hätte ich das gerne gemacht. Aus Spaß. Wir müssen auch hier Spaß haben. Spaß. Spaß. Liegt Eier, verdammt. Ich werfe da jetzt selber Eier rein. Wo sind die Eier? Wo sind hier Eier? Eier, 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 Eier. Da sind Eier. Hier, komm, gib mir sofort 64. Also 16 gehen nur. Gib mir die Eier. Eier. Ja, Eier. Ich drehe hier durch. Ich will die Eier haben. So. Nee, nee, nee. Das machen wir jetzt aber nicht so einfach. Wir machen das nämlich so, dass ich diese ganzen Eier da jetzt einfach reinfallen lasse. Weil ich habe diese Hühnerfarm nicht umsonst gebaut. Ich habe diese Hühnerfarm nicht umsonst gebaut. Es kommt hier Wasser. Die Eier werden nach unten geschwemmt. Die Eier sind unten. Ich schließe das wieder. Zack. Und ernte unten ein oder zwei zerquetschte Hühner und die ganzen Eier. Naja, vielleicht so ein bisschen Feder. So. So, und jetzt werden diese Eier da oben verdammt nochmal an eine Wand geworfen. Ach, Mist. Ja, das waren sie. Jetzt die nächsten 16. Ich weiß, ich bin im Creative, ich verliere keiner. Da sind ja gar keine Hühner rausgekommen. Ich zähle hier mit 16 waren es. 16. War das anstrengend. So ein Scheiß, warum habe ich das gemacht? So, okay. Ah, ja. Die Grundbedürfnisse sind befriedigt. Jojo. Jetzt werfe ich sie mal so einfach so weg hier. Die ganzen Eier, die ich mir da jetzt so erschlichen habe, nicht? Ja. Weg wieder damit. Weg. Und du auch noch. Und du auch noch. Du auch noch. So, das war Hühnerfarm Spaß mit Herr Sommer. Wir haben das genossen. Wir hatten Spaß bei der Sache. Jawohl. Wir hatten Spaß. Ihr auch. Jawohl, ihr hattet gefällig Spaß. Ich auch. So, jetzt verabschiede ich mich hier für heute von euch. Bis denn. Tschüss.